Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, und zwar heute mit der Roomtour, sozusagen das 300-Abonnenten-Special. Und zwar ist hier mein Flur, dann kommt man hier so rein, hier mein Zimmer. Und jetzt gehen wir mal rein, Freunde. So, zack. Also Freunde, hier, ich will euch mein Zimmer natürlich so zeigen, wie es immer aussieht, weil die meisten räumen es ja auf, aber ich zeige es einfach so, wie es immer aussieht. Hier sind erstmal Zeitungen, also so sieht es mir nicht immer aus, ich räume auch manchmal auf, aber ja. Hier sind Zeitungen, die übrig geblieben sind, weil ich halt Zeitungen austrage und die bleiben da übrig und ich habe die immer noch nicht weggeräumt. Dann sind hier so komische Handschuhe, die ich eh nie benutze, also ne, die liegen da einfach nur rum. Hier ist dann eine Drohne, die ich mir zu Weihnachten geholt habe, also richtig geil eigentlich, feiere ich, richtig hart. Finde ich cool auf jeden Fall. Dann ist hier meine wunderschöne Anlage hier, sie sind so Krusch-Sachen, die ich eh nicht mehr benutze. Dann hier so, ja, keine Ahnung, auch so Krusch-Sachen. Also die Anlage ist richtig geil mit wunderschönem Subwoofer hier. Hier eine Box. Da, hier die Box, ja. Da habe ich hier so ein Bluetooth-Ding, da schließe ich dann meine, ja, mein PC dann an. Und dann ist hier ein Lautsprecher noch. Dann habe ich hier in meinem Zimmer ein Waschbecken mit einer schönen Zahnpaste hier. Hier so ein Licht und ja, Waschbecken im Zimmer kenne ich viele, aber ich habe es einfach, keine Ahnung, wieso. Dann sind hier einfach nur so Bücher, so Gregs Tagebuch und so, die ich auch nicht wirklich lese. Dann, Freunde, habe ich hier noch so einen wunderschönen Ventilator stehen, hier so eine Kommode mit aus so, ja, keine Ahnung, Kuschsachen drinne. Hier so ein Ventilator, dann so eine Roadmap, die ich eigentlich aufhängen wollte, diese zum Abkratzen habe ich aber auch noch nicht. Alles so alte Sachen, die ich früher benutzt habe. Dann habe ich hier so einen wunderschönen Sessel, da liegen jetzt gerade meine Klamotten drauf. Der ist von Ikea, richtig fresh auf jeden Fall no product placement natürlich. Ja, da ist mein Fenster auf jeden Fall, Freunde, hier, aber das zeige ich natürlich jetzt nicht. Dann ist hier meine Pflanze, die jetzt nicht unbedingt gut aussieht, sage ich mal. Nein, sieht sie nicht, muss ich mal wieder gießen, die sieht richtig, keine Ahnung, komisch aus. Hat sie schon so Spinnennetze, also die habe ich jetzt schon seit ein paar Tagen nicht mehr gegossen. Dann hier, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt, hier ist mein Klamottenständer. Den habe ich auch von Ikea auf jeden Fall. Hänge ich eigentlich meine Klamotten auf, die ich immer so anziehe. Weil früher habe ich die mal auf den Boden gelegt und das ist nicht so passend. Dann hier auch so ein Tisch, da hängen meine alten. Ne, da liegen meine alten Sachen von meinem PC drin, also meine Standard-PC-Teile. Alte Tastatur, die Standard, die ist richtig verstaubt, Leute, also nicht wundern. Und dann hier ist Mikrofonkabel und so weiter und so fort drin. In dieser Box. Da hinten ist dann noch so ein Ball von der WM 2014. Habe ich tatsächlich auch noch nie benutzt. Ja, also der Brazuca-Ball. Dann hier sind noch so Sachen von der Schule. Hier so ein Basketball, Stativ, also Gorilla-Pot. Stativ, dann hier so Fliegen. Hier so ein Propeller fürs Handy. Hier ist so ein WLAN-Adapter, weil ich gedacht habe, als ich mein PC vor 2 Jahren gekauft habe, dass der WLAN-Adapter, dass mein PC kein WLAN-Adapter hat, deswegen habe ich den gekauft, habe ich aber nie gebraucht. Hier sind dann noch so Sachen, weil ich noch ein paar Regale vielleicht bauen wollte. Dann hier ist nichts drin, so als Anleitung von meinem Regal, das hier steht, das schwarze hier, ich kann es euch mal zeigen hier. So sieht das Ganze so aus, jupp. Und hier ist der Eingang, so mache ich mal hier nochmal so einen Rundblick. Ja, Freunde, okay. Dann hier ist auf jeden Fall nichts auch drin. Hier sind dann so Sachen mit so Ordnern, keine Ahnung, zu sehen, nutze ich aber auch nicht. Wirklich, hier ist dann, ja, EM 2016, Siegerhabung habe ich auf jeden Fall gesammelt, ordentlich, war fast voll bei mir. Hier ist dann mein Skin, mein alter Skin, habe ich mir mal geholt, vor einem Jahr oder so, feiere ich auf jeden Fall richtig hart, kann mir so bewegen, also checkt die Seite auf jeden Fall ab, Zeuscraft hier, so heißt die Seite natürlich auch, no product placement, Freunde. Nur weil ich das feier halt, da kann man einfach sein Skin ein und das dann bestellen. Fresh, hier auch noch Dena Skin, weil ich Dena damals richtig hart gefeiert habe. Dann die Verpackung von meiner Maus. Ich will mir vielleicht eine neue holen, aber ja, keine Ahnung. Dann habe ich hier Schulbücher. Jupp, Schulbücher, Schulsachen. Hier ist dann Crew schon mal PC, hier WLAN-Repeater und so weiter. Hier eine Tasche von Snipes. Hier ein Kriegstagebuch auch noch, weil ich Kriegstagebuch echt eigentlich schon gerne lese. Dann hier irgendwelche Kartons von Weihnachten noch, keine Ahnung. Dann sind hier so, ja, so alte Schulsachen, die ich früher, letztes Schuljahr benutzt habe. Hier sind auch so meine Schulhefte auf jeden Fall in dem Fach. Hier sind dann auch so Grußsachen, so, ja. Dann hier meine eine Uhr, die, warte, Freunde, ja, die goldenen Dings. Warte, ich zeig's euch kurz. Das ist schon so ziemlich fresh. Ja, okay. Und dann ist hier noch mein Stativ.
das ich eigentlich benutze und dann hier eine Actioncam, die der Gamer Tsunami geschrottet hat. Und dann habe ich hier so, ja, Garten Fanta 4 Konzert auf jeden Fall. Die Fantastischen 4 kennt ihr vielleicht, war aber schon länger her, war schon vor einem Jahr. Das Konzert hier so Schuhkartons, dann hier so meine Festplatte. Meine Festplatte, das ist meine Intenso 2 Terabyte Festplatte hier am Start, Verpackung. Dann, Freunde, gehen wir mal hier rüber. Da hängen so Caps hier rum, die ich auch nie anziehe. Unnötig, es war hier eine Uhr auf jeden Fall auch am Start, die, glaube ich, nicht mehr richtig läuft, also die falsch eingestellt ist. Hier richtig fette leere Gelpackungen und dickes Fuck. Hier, das benutze ich eigentlich nur und das da scheiß Dings. Hier auch nix, hier ist nix und da ist, ja, keine Ahnung. Dann gehen wir mal hier um die Ecke, Freunde. Hier ist mein, ja, Schultasche halt, meine Schultasche. Dann hier noch eine andere Tasche. Sieh auf, Freunde, hier ist ja gleich das Wichtige. Und dann, Freunde, hier liegt noch Geld, keine Ahnung wieso. Hier ist mein altes Mikro, das leider kaputt ist, ja. Hier ist dann noch die Verpackung von meinem neuen Mikro. Dann hier so ein Kabel von dem Gamer Tsunami Kumpeldings. Eine Karstadt-Karte, ja, keine Ahnung. Crazy, hier noch irgendwas. Dann hier ist ein Halter vom Mikro, eine Bluetooth-Box auch am Start. Eine Lampe, hier ist dann mein Fenster, Freunde. Und jo, dann gehen wir mal hier rüber zu meinem Bittchen. Ja, da sind hier so Sachen, Magic Zero Deluxe Verpackungen, so Kopfhörer, Dena Autogrammkarte, original unterschrieben, Freunde, hier so am Start. Hier, Rollo. Ja, dann ist hier, ja, halt diese Verpackungen, Goat Simulator habe ich mir geholt, Office 2000 irgendwas. Magic Zero Deluxe, Magic's Music Maker, also hier sind die Verpackungen. Ja, da sind hier so Poster, keine Ahnung, hängen schon da schon ewig. Da drüben sind auch so Poster, hängen da auch schon ewig, keine Ahnung. Müssen wir die abzuhängen. Hier sind auch so Boxen mit irgendwelchen Kuscheln. Dann ist hier mein Bett, ganz normal, nichts Besonderes. Einfach ein Bett, kein Wasserbett, irgendwas. Ja, hier, einfach ganz normal. Stinknormales Bett hier, so ein komischer Smiley hier. Boom, oh Mann. Dann habe ich hier so, ja, habe ich hier mein Headset. Dann hier noch ein Kopfhörer. Hier mein DS, hier ist mein DS, Freunde. DSi, dann hier meine Sonnenbrille, hier sind DS-Spiele, also sind nicht so viele, hier irgendwie Englisch drin und damals Mario Kart auf jeden Fall am Start, FIFA 11 habe ich auch richtig gesuchtet, Freunde, auf jeden Fall richtig geil und Star Wars, die komplette Saga, ich hatte eigentlich noch mehr, diesen Job irgendwo anders, ich weiß nicht, wo ich die hab. So, dann ist hier halt mein DS, hier meine DS-Tasche, hier ist meine Fotokamera noch, die ich eigentlich auch nicht benutze, wirklich. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Hier liegen halt noch so Taschen rum und so weiter und so fort. Dann hier unten ist natürlich mein Mülleimer, den ich zu faul bin auszuräumen, den muss ich euch jetzt gleich machen. Und dann kommen wir jetzt mal hier zu der Ecke hier, das ist quasi hier hinter dem, da habe ich hier so ein Plakat an meinen Dingen reingehängt, an mein Ikea-Regal. Ja gut, ja, so eine Times Square sieht eigentlich ganz fresh aus, finde ich. Keine Ahnung, wieso ich das gemacht habe. Hier ist dann so ein Papphocker, ist ganz fresh, Freunde, ist ganz fresh. Dann habe ich hier, ja, also so Schulsachen noch von letztem Jahr. Hier so Hefte, die habe ich immer richtig hart gesuchtet. So Star Wars Bundesliga Hefte. Die hatte ich richtig voll immer, so Star Wars Hefte. Star Wars habe ich hier, ja, so vor 3 Jahren so richtig hart gesuchtet. Star Wars hier auch. Hier so Bravo Hefte, auch richtig. Hier sind dann meine, ja, so Sticker-Alben. Habe ich auch mir alle mal geholt. Hier sind dann so auch noch so Karten. Hier sind dann so Lego-Dinger, die habe ich auch schon. Also die stehen dann nur noch rum, sind komplett eingestaubt, Freunde. Muss ich auch gar nicht mehr, wieso soll ich benutzen? Dann hier unten ist meine Steckdose mit meinem Repeater. Von, ja gut, von der Marke halt. Dann wollen wir, hier ist jetzt das wichtige Ding. Hier ist auf jeden Fall meine Festplatte hier. Die ist noch nicht an, die mache ich mal kurz an hier. So, 2 Terabyte, Intenso läuft, reicht mir vollkommen aus. Dann, Freunde, hier unten ist mein PC, der besser sein könnte. Den will ich auf jeden Fall eigentlich ersetzen. Hier ist irgendwie ein blöder Lenovo PC mit einem AMD A8 Prozessor, also ist nicht so gut, also ich will mir auf jeden Fall einen neuen kaufen und das dauert nur noch ein bisschen, weil ich noch ein bisschen Geld zusammenspannen muss halt. Ja, so PC ist halt ziemlich teuer, Freunde, muss man gucken, der war halt nicht so teuer, aber ich meine 30 FPS so, ja. Hier ist meine Tastatur, falls ihr noch genauere Details zu meinem Setup hier haben wollt, kann ich auf jeden Fall noch ein extra Video hochladen. Dann hier mein neues Mikrofon, da habe ich ja schon extra Videos zu gemacht hier. Kann man hier auch schön hier so rüber machen, mache ich eigentlich immer, wenn ich nicht rede, dann mache ich es hier rüber. Auf jeden Fall, so habe ich es hier drin, aber jetzt gerade ist es halt hier. So, Freunde, dann ist hier halt mein einer Monitor, ich glaube 24 Zoll nur. Reicht mir auch vollkommen aus, hier ein 16 Zoll
und Heizo-Dings, ein alter. So, ja, hier. Ich habe hier nämlich auch noch gleich vor zu streamen. Habe ich um 14 Uhr geplant, es ist 13.54 Uhr, deswegen muss ich mich ranhalten. So, ich habe aber meistens, hier ist meine Maus auf jeden Fall hier auch am Start. Hier unten sind dann so extra Gewichte drin auch sogar. Leute, schaut hier rein. Gewichte hier am Start. Echt auch eine geile Maus. Oh, yo, die Dinger hier sind ja richtig verdreckt. Ja, die Maus habe ich jetzt auch schon 1,5 Jahre zu... Alles klar, das mache ich gleich, Freunde. Wieder hier fest. Jo, Freunde, das war's eigentlich soweit, so gut. Hier unten ist dann halt mein Ding, mein Kabelsalat hier. Ich habe nicht so gutes Kabelmanagement. Ja. Hier so viel... Wie geht es wieder rein hier? Mache ich gleich. Jo, hier nochmal der ganze Überblick so. Gehe ich nochmal hier komplett durch. So, zack, dann gehen wir weg. So, zack, zack, zack. Jupp, so sieht's aus. Dann gehen wir hier wieder raus, Freunde. So, bam. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne einen Daumen hoch da. Jo, Freunde, hier ist natürlich noch mein Kleiderschrank, wenn ihr fragt, wo der ist. Der ist hier nämlich draußen im Flur. Hier sind hier Dings vor meinem Zimmer, weil der Flur gehört auch zu meinem Zimmer quasi, aber da ist auch nur mein Kleiderschrank, der ist auch ziemlich unsortiert. Ja, Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und ansonsten, peace out.